So, willkommen zurück bei Ghostbusters, The Video Game. Wir sind immer noch im Sedgwick Hotel und auf der Jagd auf Slimer, der uns in der ersten Folge abgehauen ist. Doch letzte Folge haben wir auch ein weiteres Artefakt gefunden, das wir uns erstmal einen ansehen werden. Und zwar die Beschwörerglocke. Ihr Ursprung ist unbekannt, aber sie wurde Gerüchten zufolge im Hotel Djedajin Pindia kurz vor dessen Verschwinden gesehen. Wie dieses paranormal bedeutende Artefakt in das Sedgwick Hotel gelangt, ist ein Rätsel, aber sein Einfluss auf den Gästeservice ist nicht zu unterschätzen. Und wir haben den Hotelpagengeist gescannt. Was handelt sich hierbei? Okay. Alle alten Grand Hotels haben ihre dunklen Geheimnisse, doch dieses elegante Sedgwick Hotel übertrifft sie alle bei weitem. Seit seiner Öffnung im Jahre 1897 geht eine unheimliche Atmosphäre vom Sedgwick aus. Aufgrund merkwürdiger Unfälle und Verbrechen hat dort eine übermäßig hohe Anzahl Gäste und Mitarbeiter ein frühzeitiges Ende gefunden. Die meisten dieser Unglücklichen bleiben für immer dort, von einer unwiderstehlichen Kraft angezogen, die sie den vielen Korridoren, Suiten, Ballsälen und Servicebereichen des Sedgwick Hotels festhält. Was halt lässt tun. Okay. Wir haben fast genug Geld, um die Falle zu verbessern. Das werden wir noch benötigen. Und das kriegen wir gleich hin. Hast du die Schürze dabei? Wir nehmen eine kleine Abkürzung durch die Küche. Der Alhambra-Ballsaal sollte gleich hier sein. Hallo, Chef. Sieht lauschig aus. Okay, Meister. Eine Weile gehst du voraus. Gehen ja vorsichtig vor. Könnte überall Zeug sein. Das ist ungewöhnlich für Küchengeschirr. Zumindest haben meine Sachen das schon länger nicht mehr getan. Gut, rührt den Schleim nicht an. Er ist schleimig und extrem gefährlich. Schwarzer Schleim, Kategorie ätzendes Klasse 1 Sekret. Schwarzen Schleim findet man an Stellen, an denen die reale und die Geisterwelt aneinander grenzen. Es ist eine gefährliche Substanz, die aus mit negativer Energie supergesättigten Ektoplasma besteht. Schwarzer Schleim ist extrem ätzend und verursacht bei jedem schwere Schäden, der achtlos genug ist, damit in Kontakt zu geraten. Basierend auf seinem spektralen Resonanzecho scheint Schwarzschleim auch als Leiter für PKE zu sein und zu funktionieren und könnte als Geisterportal dienen, sofern er mit genügend spiritueller Energie gesättigt wird. Schwarzer Schleim ist ein Portal in die Geisterwelt. Ah, tolle Deko. Wow. Ja, man könnte meinen, ich sei mittlerweile daran gewöhnt. Wow. Kein Grund zur Sorge, die meisten Küchen haben selbsttätig startende Gasherde. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Hier versteckt sich etwas. Vorsicht! Das kennen wir schon. Der Geist ist ja durchgezischt. Es war eindeutig nicht Slimer. Oh. Ein Werfer der Küchenschrank. Okay, ich bitte dich, alles nur nicht das Spülbecken. Was seid ihr verwesen? Denke ich, genug gescannt, oder? Au! Das war ein Au! Es Da! sind Killergräten. Darum esse ich aus der Dürfen Dose. nicht doch. Okay, sieh mal her. Zum Einfangen musst du ihn ergreifen. Verwende dazu den anderen Teil deines Protonenwerfers, den Sperrstrahl.
einfangen. Denke mal eher. Das ist dann schon alles. Wirf den Schrott einfach zur Seite. Zum Aufräumen haben wir keine Zeit. Es gab hier hinten noch etwas. Oh, es gibt sehr viele Sammelobjekte in jedem Level. Eine bekannt wirkende Puppe. Marshmallow-Mann-Figur. 1989. Nach dem Vigo-Vorfall von 89 brach in New York ein geisterjäger Hype aus. Souvenirstraßenverkäufer setzten buchstäblich tonnenweise unlizenzierte Kleidungsstücke und billige Souvenir-Imitate um. Es wird geschätzt, dass sich die Marshmallow-Mann-Figuren doppelt so häufig wie die gewöhnlich bestverkaufte Freistatuenfigur verkauften. Sogar inklusive der neuen aufziehbaren laufenden Version von Libby. Der Trend klang aber fast genauso schnell wieder ab, wie er begann, und der Verkauf von Geistjäger-Merchandising-Artikeln nahm ab. Einige Überreste sind immer noch in den Straßen von Manhattan und den Boroughs zu finden und können sogar von übernatürlichen Elementen durchdrungen sein. Haben wir jetzt genug Moneten? Wir haben jetzt genug Moneten. So, Sprengstofffokussierung haben wir. Scan-Verbesserung, das ist auch nicht schlecht. Die Blitzfalle ist aber wichtig. Kaufen, bestätigen und tschüss. Das war's hier. Dessen bin ich mir eigentlich fast schon sicher. Oder? Ja. Okay. Zurück zu Peter. Peter the Wankman. Ja, warte doch. Ganz brav. Und ich dachte, dieser Typ hätte Rodriguez Bar Mitzwa gesagt. Ein bisschen grüner Salat ab und zu würde ihn doch echt nicht umbringen. Ich übernehme die Deckung. Schieß auf ihn, bis er betäubt ist. Und dann setz deinen Sperrstrahl auf ihn an. Alles klar. Los! Entweder ist der Tisch hier sehr unstabil, aber das glaube ich nicht. Versteckte Identität. Was heißt? Weg damit! Gut, gut! So ist es richtig, Kumpel. Du hast das kleine Monster außer Atem gebracht. Erst abgehauen, wo ist er hin? Hä? Was ist das? Hier ist definitiv irgendwas, aber ich kann es scannen. Hey, ich kenn mal. Hallo, Slimer! Erwischt! Halt ihn hier zum Griff! Du musst ihn außer Atem bringen. Okay, das ist eine Falle. Wenn er müde ist, kannst du seinen traurigen Hintern in eine Falle verfrachten. In die Falle! Schmettern! Komm mal rüber hier. Und rein. Ja! Ja! Perfekt! Siehst du? Echt klasse! Das wird diese jämmerliche Kartoffel lehren, Peter Wankman voll zu schleimen. Oder auch dich?
Schön sieht's hier aus. Vielleicht mal ein verschobenes Gedeck, aber vorwiegend ist noch alles bereit. Die Rodriguez-Party kann steigen. Der Alhambra-Ballsaal, die Bar Mitzwa. Was haben Sie getan? Die Gäste kommen in 15 Minuten. Ist doch okay. Was ist denn Ihr Problem? Dank mir und dem mir exklusiv zugewiesenen Rekruten können die Feierlichkeiten jetzt in einer komplett geisterfreien Umgebung stattfinden. Also bitte. Und an die Rodriguezes alles Gute von den Geisterjägern. Okay, ich möchte aber wissen, was das eine war, was ich da scannen konnte. Es schlägt definitiv aus. Hätte ich mir da eine Scanner-Erweiterung besorgen sollen? Kann ich mir das schon leisten? Scan-Verbesserung. Nein, mir fehlen $9,000. Okay. Gut. Lassen wir den, Oh, mein schönes Hotel! Nett, dass ihr Jungs zu uns stoßt. Habt ihr die kleine Kartoffel? Ray, wir müssen uns ernsthaft mit diesem Knubbel unterhalten, oder wir haben echte Disziplinprobleme, wenn er ein Teenager wird. Oh, oh, Vorsicht, deine Schonzeit ist vorbei. Jetzt fass mal mit an. Wir haben hier ein paar echt beharrliche, lästige Geister. Kommen wir uns erst in den. Abkühlen. Sie kommen! Ganz oben! Hey, hier drüben! Ja. Komm hoch! Aua! Fliegende Stühle! Bewegung! Sieh nach hinten! Schön geschäumt! Lass den Drehwald raus! Das war gute Arbeit mit der Falle! Kommt dahin! Und... weg. Einsammeln. Wo ist der nächste? Perfekt. Ziel hoch. Oh Mann. Ha. 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 Platz da. Platz da. Verdammt. Out. Wo ist er hin? Das bedeutet Ärger. Wir haben ihn. Dreh dich um. Ein. Über dir. Ach. Nicht so schnell. Ein guter Anfang. Okay. Pass auf, links von dir. Da ist die Falle. Das ist der Grund, weshalb ich fallengeilen Ecken setze. Können die Geister nicht schlecht entkommen, weil... wie jeder weiß, können Geister nicht durch Winde fliegen. Weg mit dir. Hey, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Okay, einsammeln. Aufwertungen kaufen, Aufwertungen kaufen. Aufladeverbesserung, Blitzfalle habe ich bereits. Die Scanverbesserung. Kaufen. Bestätigen. Dumm, 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 okay. Wer wird für all das bezahlen? Keine Sorge, Sir. Sie wissen, der Bürgermeister wurde aufgrund seiner strikten Pro-Geisterjäger-Politik gewählt. Wir berechnen der Stadt jetzt alle Ergreifungen und Eliminierungen direkt. New York ohne Spuk ist ein touristenfreundliches New York. Nein, den Schaden! Bürgermeister und Stadt haben ein umfangreiches Versicherungsprogramm abgeschlossen. Sie sind abgedeckt. Ehrlich, ich spüre eine gewisse Feindseligkeit. Vielleicht sollten wir die Geister einfach hier lassen, wenn Ihnen das lieber ist, Sir. Nein, nein. Aber bitte, Diskretion. Diskretion ist unser oberstes Arbeitsmotto. Vorsicht!
Hey, wo kommt der denn her? Wir sollten ihm vielleicht folgen. Oder diskutieren wir das erst aus? Kadett, du gehst mit Dr. Spengler. Überprüf den wütenden Fischer. Das machen wir. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dann.